Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 15. April gingen die letzten Kernkraftwerke bekanntlich in Deutschland vom Netz. Das bedeutet mehr Kohleverstromung in Deutschland, das bedeutet weniger Versorgungssicherheit, das bedeutet mehr CO2-Emissionen, das bedeutet mehr Importe ganz generell und das bedeutet mehr Abhängigkeit vom Ausland, weniger Souveränität und insgesamt auch höhere Preise in Deutschland. Übrigens sagt der Bundesminister selbst, dass die Kernkraft in der Ukraine weiterläuft, sei völlig klar und auch in Ordnung, solange die Dinge sicher laufen. Sie sind ja bereits gebaut. Vielleicht, Herr Ebner, sprechen Sie mal untereinander, wie Sie denn zur Position der Kernkraftwerke auch im europäischen Ausland stehen. Da fragt man sich doch schon, glauben Sie denn, dass die ukrainischen Kraftwerke sicherer sind als die deutschen? Die deutschen Kraftwerke sind ja schließlich auch schon gebaut. Sie schalten mit die sichersten Kraftwerke der Welt ab und importieren Strom aus den Kernkraftwerken in Frankreich. Das ist Ihre Logik und das ist letztlich grotesk. Das passt überhaupt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Und oft wird ja gesagt, heute auch wieder, der Beschluss stamme aus dem Jahr 2011. Und das stimmt natürlich. Es war die unionsgeführte Bundesregierung mit der FDP, die diesen Beschluss gefasst hatte. Aber andere Länder mit übrigens ganz ähnlichen Beschlüssen hatten sehr wohl die Kraft und auch den Pragmatismus, diese Beschlüsse während der größten Energiekrise, während der größten Stromkrise nach dem Krieg zu ändern. Belgien verlängert um 10 Jahre, die Schweiz, die Niederlande verlängern die Laufzeit, Tschechien, Polen, Frankreich, Schweden, Finnland setzen neben vielen anderen Ländern auch auf die Kernkraft. Man kann also gefasste Beschlüsse auch wieder ändern. Und diesen Pragmatismus, diese Einsicht fehlt Ihnen. Sie beharren doch aus ideologischen Gründen auf gefasste Beschlüsse. Und das ist eben der Unterschied zwischen Ihnen und uns, meine Damen und Herren. Und es wurden ja viele Märchen heute erzählt. Ein Märchen ist, dass Brennstäbe nur in Russland zu beschaffen wären. Das stimmt nicht. Auch in Nordamerika, auch im südlichen Afrika, auch in Australien gibt es Brennstäbe zu kaufen. Und eines möchte ich auch sagen. Viele unterstellen ja, man wolle die Laufzeiten verlängern, um weniger Erneuerbare auszubauen. Und vorher hieß es ja selbst von der SPD zu Recht, dass während der letzten 10 Jahre eben massiv die Erneuerbaren ausgebaut werden. Aber wir wissen auch, dass wir trotzdem entsprechend gesicherte Leistung in Deutschland brauchen. Und wir wollen diese gesicherte Leistung auch in Deutschland haben und nicht nur im europäischen Ausland, meine Damen und Herren. Und ich wundere mich schon, was in dieser Debatte eigentlich mit der FDP passiert ist. Sie waren doch immer für eine Verlängerung. Es gibt Präsidiumsbeschlüsse von Anfang dieses Jahres. Es gab noch vollmundige Ankündigungen, dass Expertenkommissionen eingesetzt werden, dass ein neuer Stresstest gemacht wird. Und Ihre Aussagen und die Aussagen Ihres Generalsekretärs jüngst klangen ja eher verzweifelt, wenn er den Ausstieg als strategischen Fehler betrachtet hat. Sie haben anscheinend wirklich nicht viel zu sagen innerhalb der Ampel. Und das sieht man ja auch am jüngsten Gebäudeenergiegesetz, meine Damen und Herren. Und eines möchte ich auch noch sagen, im Energiesektor ist der CO2-Ausstoß im letzten Jahr um 10,7 Millionen Tonnen gestiegen, Herr Ebner. Sie erreichen gleichzeitig die Klimaziele in Deutschland nur deshalb, weil in Deutschland weniger produziert wird, weil insbesondere die Industrie weniger produziert. Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen keine Dekarbonisierung durch eine Deindustrialisierung. Wir wollen, dass Deutschland ein starker Industriestandort bleibt, meine Damen und Herren. Und da Und dazu müssen wir eben alle Technologien, alle Potenziale entsprechend nutzen. Wir müssen auch in Forschung und Entwicklung natürlich investieren. Wir brauchen aber auch entsprechend alle Energien. Wir brauchen die Erneuerbaren, einen massiven Ausbau. Wir brauchen gesicherte Leistung, damit Energie eben auch bezahlbar bleibt, dass wir Versorgungssicherheit gewährleisten können. Und hier haben Sie, das muss man einfach so sagen, einen Riesenfehler gemacht und eine große Chance verpasst, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Axel Etcheverry.